Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Diesmal Felix ist auch mit am Start. Wir haben hier so coole Zettelchen vorbereitet. Und ich glaube, ihr wisst, was wir heute spielen. Wir spielen heute Wer würde er? Und so habt ihr mir auf Instagram so ein paar Wer würde er Fragen, ja, gestellt. Und die werden wir jetzt beantworten. Viel Spaß! Die erste und ich glaube meistgestellte Wer-würde-er-Frage ist, wer würde das Kind am ehesten im Supermarkt vergessen? Supermarkt bist du bereit? Vergessen. Bist du bereit? Einmal hochhalten. Ja. Ja. Ich würde sie halt nie vergessen, aber eher als du. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie nicht vergessen. Niemals. Ich auch nicht, aber eher halt als du. Ja, das stimmt. Wer würde eher ein ganzes Glas Nutella essen? Ich mag halt gar keinen Nutella, deswegen. Aber ich würde nicht das ganze Glas essen. Also ich. Aber eher als ich. Ja, eher als du. Ja. Aber ich kann nicht so viel Schokolade essen, also ich mag das auch nicht. Und wer würde eher im Sommer in Badekleidung im Garten rumlaufen? Bei Regen. Also bei Regen im Sommer, bei Regen im Garten. Nein, ich glaube ich. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, was ist denn dabei so schlimm? Ist doch voll geil. Jo, ich wüsste. Wenn die Luft so schön warm ist und dann das kalte Regenwasser, das ist cool. Jo. Also, wer würde eher nach einem Streit auf den anderen zukommen? Sie ist sehr nachtragend. Ja, ich bin sehr, sehr nachtragend. Ich glaube, in unserer Beziehung bin ich vielleicht 2-3 Mal auf ihn zugekommen, aber... Innerhalb von 4 Jahren. Ja, ich bin da nicht so... Die Windeln, das ist eine sehr schöne Deko hier, oder? Vielleicht sollte ich mir mal davor... Wer würde eher die Kotze von Lia wegmachen? Ja gut, wir machen es beide, aber eher du. Ja. Wer würde eher zu rauchen beginnen? Also anfangen zu rauchen. Also, da ich absolut gegens Rauchen bin, eigentlich ich gar nicht. Also deswegen würde ich sagen, ja du, weil, nee. Weiß ich nicht. Aber ich kann es mir bei dir auch nicht vorstellen. So. Nee, ich glaube, wir würden beide niemals anfangen. Wer würde eher einen Geburtstag vergessen? Schon öfters passiert. Ja, das kann jetzt so gut. Geburtstag nicht. Aber nie deins. Mein Geburtstag, nee, das hast du noch nicht vergessen. Wer würde eher auf Sex verzichten? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, oder? Also ich glaube, ich würd nicht auf Sex verzichten. Also nicht. Ja, ist ja immer so eine Definition, ob ganz oder phasenweise. Gut, die nächste Frage. Wer würde Lia eher die Windel falsch rum anziehen? Er hat es schon gebracht. Ja, so aber halt. Er hat es noch gemerkt. Ich hab's gemerkt. Er hat es noch gemerkt. Als der Verschluss dann woanders war als vorher. Ja. Als sonst, ne? Wer würde eher ein rohes Ei essen oder trinken? Ich hatte damit kein Problem. Echt nicht? Nein. Boah, ekel. Ein rohes Ei. Ich habe allgemein mit ekligen Sachen essen kein Problem. Ich mach's halt nur ungern. Aber boah, ich wüsste, klar. So, meine Lieben, weiter geht's. Ein neuer Tag. Die Kleine hat uns leider beim letzten Mal unterbrochen und deswegen hat Felix jetzt auch geschnittene Haare. Aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Die erste Frage, wer würde eher Vegetarier werden? Eindeutig, ich will Anti-Vegetarier. Oh ja. Ich habe damit kein Problem. Ich war auch mal ein Jahr Vegetarierin, aber ja, habe da jetzt eine andere Meinung zu. Aber gut, weiter geht's. So, die nächste Frage. Wer würde eher inkonsequent sein? Ja, genau. Inkonsequent. Ich glaube, das musst du einmal erklären für die Leute. Also weiß, was du meinst. Das heißt zum Beispiel, wenn, also in der Erziehung, Lia eher was durchgehen lassen. Also wer ist in der Erziehung einfach entspannter und sagt gerne mal, okay, ja. Kein Problem, oder wer ist denn eher der Strenge genau, sozusagen? Ich weiß genau, was du sagen willst. Gut, also wer würde Lia etwas durchgehen lassen? Nee, ich bin hart. Ich auch. Ja, das werden wir sehen. Ich weiß über Marvin, wie hart ich sein kann. Ja gut, aber das ist auch nicht dein Kind.
Nee, gut, okay. Na nee, gut, wenn Lia mich so angucken würde. Ja, genau. Dann... Wer würde eher 3 Tage ohne Essen auskommen? Deutlich. Ich hoffe, es ist ja nicht mal 10 Minuten. Nee. Ja. Mein Vater sagt immer, er isst nur einmal, immer. Nächste Frage. Wer würde Lia eher aufklären, wenn sie älter ist? Also, woher die Babys kommen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Also ich würde es auch machen. Ja. Aber es ist so ein Mutter-Mutter-Ding. Das macht nicht. Mutter-Mutter? Ja. Mutter-Tochter-Ding? Ja. Mutter-Mutter, Mutter-Tochter. Ja. Ja. Nächste Frage. Wer würde eher 1 Kilo Pommes essen? Also von der Menge her essen wäre ich das. Aber ja, wenn es um Pommes geht, du. Ich liebe Pommes. Überall. Ich kann Pommes die ganze Woche essen, immer aber Pommes. Nicht viel. Irgendwie schmecken mir und Pommes. Und das riecht nicht von McDonald's. Nee, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Geschmackssache. So, mein Lieben, die nächste Frage. Wer würde eher auswandern? Warum? Weil ich will nicht auswandern. Ja, denkst du ich? Ja, eher als ich. Nein, ich doch gerade eher nicht, weil ich doch hier schon berufliche Zukunft habe und du doch noch. Ja, stimmt. Du, jetzt nicht, du hast keine Feste. Keine Festung. Also durch dich bin ich ja auch irgendwie. Ja klar, aber eher als ich. So, weißt du, wenn es mich nicht gäbe, das setzt ja voraus, dass wir uns trennen müssen. Nein, aber wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, wärst du die eher. Ja, dann. Aber immer noch eher als ich, auch wenn wir trotzdem. Aber ich würde nicht auswandern. Nee, ich bin nicht auswandern. Also eher sie, aber beide nicht. So, meine Lieben, das war's mit den Fragen. Ich hoffe, es waren einige dabei, die ihr euch sozusagen auch gefragt habt. Vielleicht habt ihr uns jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt. Wenn ihr Videowünsche habt, bei uns, mit uns beiden, Videos mit uns beiden oder mit Felix, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann versuchen wir es einzurichten. Es ist immer ein bisschen schwierig, den hier vor die Kamera zu bekommen, weil er ja auch viel arbeitet. Und deswegen haben wir es jetzt auch schon ganz schön spät. Und die Kleine schläft auch schon, aber... Ich habe ihn jetzt mal hier vor die Kamera gezwängt. Nur für euch. Dafür bitte ein Like. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi!